Hallo ihr Lieben, so ich möchte euch das Mini-Album noch einmal komplett zeigen, was wir die letzten Tage gebastelt haben. Und für diejenigen, die vielleicht die Anleitung nicht so interessiert, sondern einfach nur das Mini-Album sehen möchten, genau, wollte ich euch das jetzt noch einmal komplett zeigen. So sieht das jetzt aus. Ja, das Cover habe ich halt auch noch bunt gestaltet, aber das, wie ich das halt gemacht habe, das habt ihr im letzten Video ja gesehen. Genau. So sieht das Cover jetzt aus. Und dann habe ich ja diesmal hier so einen Verschluss dran gemacht. Dann kann man hier dran ziehen und dann ja, macht man das so auf. Hier vorne links haben wir ja die vier Fotomatten. Die sind einfach hier mit einer Schleife ist das zugemacht. Und dann kann man das ja, einmal nach jeden Seiten aufklappen, also die beiden größeren Fotomatten nach oben und unten und die beiden kleineren nach links und rechts. Also die sollten für 9x13 Fotos sein und die für 10x15 die großen. Ja, und hier in der Mitte ist ja auch noch jede Menge Platz. Genau, und dann kann man das hier einfach wieder mit einer Schleife zumachen. So, dann haben wir hier einmal eine kleine Seite, die sind mit einem Magneten fest. Ja, und dann habe ich ja zwischendurch immer noch so ein bisschen mit den Odds and Ends und den Stickern dekoriert. Und hier ist direkt das niedliche Bienchenpapier. Das fand ich ja mit am schönsten aus der Kollektion. Genau, einmal die kleine Seite, die ist mit einem Magnet befestigt und dann lässt sich ja hier die Wolke nach unten schieben. Und dann können wir die Seite zur Seite klappen. Genau. Ja, und hier ist auch jede Menge Platz für Fotos. Dann, ja, die Wolke hält sozusagen die Seite fest. Auf der Rückseite sind dann hier in der Einstecktasche auch nochmal zwei Fotomatten. Ja, und selbst hier hinter könnte man ja dann auch noch ein Foto draufkleben. Genau, also die kleinen, wie gesagt, für 9x13, die großen für 10x15 Fotogrößen. So, dann haben wir hier unten noch wieder eine kleine Seite. Gut, die würde ich jetzt zum Beispiel leer lassen, aber auch hier könnte man noch mal ein kleines Bild hinkleben. Ja, dann hier die Ameise, die gerade nass geregnet wird. Aber ich fand das echt ganz süß und die lacht trotzdem noch. Ist ja auch immerhin eine rosane Wolke und bunte Regentropfen. Ja, also ich fand das echt süß. Genau, und dann ist die Seite wieder mit einem Magnet befestigt. Ja, und dann hier, und da fand ich halt das Hello Sunshine zu der Sonne hier ziemlich passend. Ja, und die Sonne habe ich hier direkt nochmal mit aufgegriffen. Und auch hier, die sind nicht ganz angeklebt, dass man hier halt wirklich sonst noch zwei Fotos hintermachen könnte. Und auf der Seite haben wir hier eine Fotomatte. Die Fotomatten, die habe ich jetzt so gelassen. Hier steht auch noch das Maß drauf. Die habe ich jetzt erstmal so gelassen. Wie gesagt, da könnte man dann auch noch ja, entweder nur die Fotos oder tatsächlich auch noch ja, Motivpapier draufkleben. Dann haben wir hier vorne so ein kleines Booklet. Da habe ich die Tabs dran geklebt. Einmal Sunshine und Spring und von der Rückseite Friends und Family. Genau, hier passen gut 9x13 Bilder drauf. Ja, und hier ist auch noch jede Menge Platz. So, hier diesmal habe ich die Fotomatte hier schon festgeklebt, weil ja, zu dem bunten Papier fand ich, passte das so ganz gut. Und dann kommt nämlich jetzt hier die Pop-up-Seite. Die passt leider mal wieder nicht ganz rein. Genau, hier unten dann die zwei Igel. Also hier habe ich einfach ein bisschen dekoriert, aber hier könnte dann trotzdem auch noch ein Foto hin. Wobei ich mir gedacht habe, wenn wir hier vier Fotos hinkleben, dass wir das, dass hier halt nicht unbedingt noch was sehen soll. Und hier oben ist auch noch Platz. Genau, da sitzt der auf der Schaukel. Genau, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier leider ein bisschen groß, aber ich hoffe, ihr konntet das so trotzdem gut sehen. Ja, dann können wir die umklappen. Auf der Seite ist halt auch noch einmal eine Fotomatte. Genau, und auch
Hier ist noch einmal eine kleine Seite, die man nach unten klappen kann. Ja, und hier ist auch noch mal das Bienchenpapier. Das habe ich dann hier noch mal mit aufgegriffen, sodass das halt gut zusammenpasst. Dann lässt sich hier noch mal eine Fotomatte rausziehen. Und hier ist, hier sind die Waben. Also ich habe halt versucht, dass, wie gesagt, das Papier und die Seiten so anzuordnen, dass das immer ganz gut zusammen halt passt. So, hier habe ich dann einfach noch mit den Baum hingeklebt. Das klebt jetzt hier alles fest. Die Seite kann man noch hier zur Seite aufklappen. Genau. Ja, und hier auch hier, wie gesagt, wo so ein bisschen Platz ist, hier kann man ja auch dann überall noch kleine Fotos zukleben. Also es müssen ja jetzt nicht immer die großen sein. Ich finde das auch eigentlich ganz schön, wenn man zwischendurch vielleicht ein paar kleine Bilder dazu klebt. So, genau, dann klappt man die zur Seite. Und dann kann man hier die Seite noch so zur Seite aufklappen. Genau, das ist nicht ganz fest angeklebt. Da sollen dann erst Fotos rein. Ja, und hier die bunte Seite, das habe ich einfach so gelassen, weil ich finde, hier drauf macht einfach Deko keinen Sinn, weil das Papier schon zu bunt ist. Ja, und man soll ja auch, wenn dann das Foto da drauf kommt, auch noch ein bisschen vom Designpapier sehen. So. Und dann kommt hier auf der letzten Seite, also wie gesagt, das Album hat ja insgesamt 5 Seiten. Und ja, dann haben wir hier den Wasserfall, wenn man hier dran zieht. Genau, hier wollte ich eigentlich noch einen Pfeil drauf machen. Da waren jetzt bei den Stickern, glaube ich, ein Pfeil dabei. Das habe ich jetzt vergessen, aber das kann ich ja noch machen. Fällt mir gerade auch erst auf, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ja, und dann habe ich hier die beiden Schnecken, die ja, so zueinander gucken. Ja, und dann klappen wir die Seite noch um. Und auf der Rückseite hält das Mädchen im Prinzip die Seite fest und dann kann man die nochmal nach oben klappen. Dann sind hier in der Tasche nochmal 2 Fotomatten drin. Und hier oben habe ich noch ein bisschen so dekoriert. Genau, und hier ist, wie gesagt, ich habe versucht, das nicht alles immer fest anzukleben, sodass man halt erst die Fotos noch aufkleben kann. Also dahinter. Genau, dann klappt man das nach unten und das hier wieder drüber. Ja, und das war es eigentlich schon. Hier hinten habe ich noch einen Umschlag gemacht. Hier habe ich noch mir ein paar, also 2 Fotomatten reingetan. Und man kann hier, wie gesagt, hier oder hier oben auch noch was hinterstecken. Genau, und ich fand die Idee mit dem Umschlag auch ganz gut, weil wenn man irgendwie was übrig hat, kann man das hier reintun. Also die Idee, wie ich das hier mit dem Bread gemacht habe, das hatte ich ja von der lieben Jeanne, aber das habe ich ja, glaube ich, im Tutorial auch schon gesagt gehabt. Und die Idee fand ich echt gut und so bleibt dann auch der Umschlag zu. Ja, und hier habe ich einfach auf die Rückseite das Bienchen geklebt, dass man den Bread da nicht sehen kann. Genau, das war jetzt mein Album mit der Kollektion von Doodle, mit der neuen Frühlingskollektion Simply Spring von Doodlebug. Genau, die Anleitung habe ich ja schon hochgeladen die letzten Tage. Vielleicht habt ihr ja auch fleißig mitgebastelt, aber ich wollte das jetzt noch einmal komplett fertig doch noch einmal eben schnell halt zeigen. Genau, so sieht das von oben aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, ihr habt auch fleißig mitgebastelt oder bastelt vielleicht noch nach. Ich verlinke unter diesem Video nochmal entweder die Playlist oder die Anleitungsvideos. Ich musste das diesmal halt leider, ich musste das halt aufteilen, weil sonst wäre es einfach zu lang geworden, das komplett in einem Tutorial zu machen. Genau. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt einfach. Ich verlinke euch halt die Videos, die Anleitung hierzu in der Infobox. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!